Jo, da sind wir da bei Kingdom Hearts 2. Beim letzten Mal haben wir das Schloss des Biestes abgeschlossen. Haben einen Notruf hier von Hollow Bastion bekommen und sind nochmal hier zurückgekehrt und gehen jetzt anscheinend in Pooh's Welt. Lass dir eine Ausrede einfallen. Na, mal schauen. Die Welt habe ich ja beim letzten Mal gekonnt übersprungen, weil ich irgendwie keine Lust drauf hatte. Ich weiß nicht, die war mir irgendwie... Sie hat mich nicht gereizt. Ist irgendwie eine komische Welt. Ob Pooh wohl zu Hause ist? Naja, mal schauen. Ah, ich würde schon sagen, wieso geht er nicht rein? Haben wir doch den Winnie Pooh. Und wir sind hier im 100 Morgenwald. Wie groß war nochmal ein Morgen? Weil das ist ja eine große Flächeneinheit, so wie Quadratmeter. Oh, Moment, das hole ich mir zuerst. Ach, genau, mir wurde ja gesagt, ich sollte die Waffen so ein kleines bisschen umändern. So, der verborgene Drache soll nicht so toll sein. Da wäre sogar der Königsanhänger besser. Und ich solle den Königsanhänger dort benutzen und den Sternensucher als normale Waffe. Was macht denn der verborgene Drache nochmal? Achso, ja. Gut, machen wir es halt so. Wenn ihr sagt, es ist so besser. Gibt's ja auch Schätze? Ja, 3 Stück aber auch nur. Nee, bei den Twilight Town. Na, irgendwo hier noch in der Nähe ein Schatz? Oh, ja. Schätze gefunden, würde ich sagen. Jo, Abilitamin sollte ich auch alle Sora geben. Da könnte ich alle Fähigkeiten, die er hat, direkt ausrüsten. Nee, Moment. Da, Heiltruhe. Abilitamin. Benutzen. Sora. Sora. Was? Achso, Schnalle benutzt. Okay. Dann schauen wir mal. Abilities. Hast du noch irgendwas, was du noch nicht reingetan hab? Ja. Vergeltungsschlitzer. Okay, Aufwärtsschlitzer. Das sind jetzt nicht unbedingt solche, die ich unbedingt reinnehmen muss, aber ich nehme mal die hier, weil die teurer ist. So, hallo Pooh. Eigentlich wollte ich mit dir reden. Was ist das da? Einfach klingeln. Ach, egal. Tag, Pooh. Wie geht's dir? Hoffentlich hast du auch immer genug Honig. Oh ja. Weißt du, ich wollte gerade meine Beleibtheitsübungen machen. Willst du mitmachen, Sora? Klar, ich mach mit. Was für Übungen? Hä? Ja. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Donald? Genau, was mir auch noch einfällt, Autolimit sollte ich abschalten. Damit ich ständig aus Versehen die Limit-Attacken mache. Jedes Mal, wenn einer meiner Gastcharaktere meint, Limit-Attacke. Sora, hast du das Buch dabei? Nein, das wird gerade geklaut. Oh, hey! Kapaz wieder her! Wenigstens habe ich noch die Truhen geholt. Siege der Herzlosen. Klappersoldaten, glaube ich, waren das. Oh. Das war ja nice, was ich hier mache. Ja, das Schlüsselschwert gefällt mir. Wow. Schöne Kombos macht der.
Ja, danke für den Tipp, dass ich das wechseln sollte. Das ist auf jeden, hat's auf jeden Fall schon gelohnt. Jetzt schon. Nach dem ersten Kampf. Sofort. So, da haben wir das. Ist irgendwas draufgemalt worden? Ob es unversehrt ist? Naja, vielleicht gehst du besser zurück und siehst nach, ob es Pooh auch gut geht. Und was ist mit Marion? Wir können es ihm bestimmt erklären. Okay. Ich muss sagen, ihr habt das Buch sehr gut beschützt. Naja. Ja, ich darf wahrscheinlich wieder alle Seiten sammeln. Ich habe eben schon gesehen, da ist nur noch ein oder zwei Gebiete drauf gewesen. Ja. Irgendwie fehlt da was. Was ist denn das rechte da? Das ist ein Speicherpunkt. Und das da? Achso, Buch verlassen. Okay. Na dann gehen wir wieder zu Poohs Haus. Das einzige Gebiet, was hier noch übrig geblieben ist. Pooh. Pooh, dir geht's gut, bin ich froh. Ich bin auch froh, dass es mir gut geht. Aber weißt du, ich wollte gerade meine Beleibtheitsübungen machen. Vielleicht kannst du mich ja etwas später besuchen kommen, wer immer du bist. Ja. Sag mal, wie geht's Ferkel denn so? Ich kenne niemanden, der so heißt. Wo war ich gerade? Ach ja, bei meinen Beleibtheitsübungen. Pooh? Hallo. Pooh? Hier geht etwas ziemlich Seltsames vor sich. Ich sollte besser schnell zurückgehen und Merlin fragen. Hat schon so ein bisschen was von Chain of Memories jetzt irgendwie, oder was? Oder einfach dadurch, dass die anderen Seiten weg sind, ist auch das, die Erinnerung von Pooh weg. Könnte ich mir vorstellen. Ja, du wolltest keine Lust auf einen alten Zauberer zu warten, was? Tut mir leid. Und, wie stehen die Dinge da drin? Ja, Pooh scheint mich komplett vergessen zu haben. Und nicht nur mich, auch alle seine, all seine anderen Freunde auch. So etwas hatte ich befürchtet. Ja, es ist wirklich ein bisschen aufgekratzt. Ich vermute, dass es was mit den Seiten zu tun hat, die die Herzlosen gestohlen haben. Ihr werdet die herausgerissenen Seiten finden und das Buch restaurieren müssen, um mal wieder Ordnung herzustellen. Dieses Buch ist ein wichtiger Teil, ein Freund dieser Welt. Ich hatte eigentlich vor, Leon und den anderen zu sagen, dass ich es gefunden habe, aber vielleicht behalten wir das im Moment besser für uns. Das werden wir! Tut gut. Wo wir gerade von wichtigen Freunden sprechen. Dies ist für dich, Sora. Was ist das? Konzentriere ich dich mit aller Kraft darauf und ein Wort genügt, um einen Freund herbeizurufen, der dir in Zeiten der Not beistehen wird. So wie Simba und Mushu, als wir das letzte Mal hier waren? Exakt. Nun geh mit deinen Freunden an deiner Seite. Danke, Merlin. Wir machen uns so große Sorgen um Pooh, also werden wir wiederkommen, sobald wir die fehlenden Seiten gefunden haben. Baseball-Amulett? Ruf mit Hilfe von zwei Gefährten über das Kommando rufen Hühnchen Junior zur Unterstützung. Hühnchen Junior? Wer? Okay, ja. Wurde hinzugefügt. Wieder die verschiedenen Kommando aus, die jeder Freund mit sich bringt. Ah, der herbeigerufene Freund ist jetzt auch alle Freunde, alle anderen. Hatten wir das nicht auch schon im ersten Teil so? Ich glaube ja. Hühnchen Junior? Sagt mir gerade gar nichts. Ja. So, wir wollen nun auf zur nächsten Welt. Hier dran vorbei. Und, hier rein. Und mir wurde gesagt, sobald ich in das Fluggeschehen, sag ich mal, reinkomme. Ach ja, stimmt, ich habe ja neue Sachen hier, ne? Was sind die Blätter da? Ability-Einheiten. Okay.
Spielermodelle, eigene Würfe. Was haben wir denn hier also? Offensiv und defensiv. Und nehmen wir mal den hier. Start. So. Das Ding sieht irgendwie komisch aus. Halt X gedrückt, um ein Ziel zu erfassen. Genau, und das war ja dieser... Auf geht's! Laser. So, jetzt. Schussmodus. Automatisch, glaube ich, war das. Ah, da sollte ich nicht gegenfliegen. Ah, jetzt muss ich damit den Steuern erstmal wieder gewöhnt hier. Au. So. Da gerade jemand an mir dran. Na, Moment, ich mach doch lieber manuell. Dann kann ich da hier diesen Laser machen mit der Zielerfassung. Das möchte ich. Hilfe! Lieber hier einfach nochmal draufhalten und dann zwischendurch dann so einen schönen Laser abschießen. What the fuck? Bin ich dagegen geknallt? Rechts. Wo soll ich drauf schießen? Das ist nämlich gute Zielerfassung, dann sehe ich Ziele, die ich selbst nicht sehe. Kann ich die so abschießen die ganze Zeit? So, dann kann ich nochmal versuchen, das kaputt zu machen. Komm, 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 komm! Schade. Ah ne, doch, ich kann immer noch weiter drauf zielen. So, einfach draufhauen. Ah, ich bin wieder voll geheilt. Wunderbar. Ja, ich finde, das mit dem Automatischen ist zwar schön, aber das mit der Zielerfassung finde ich sehr schön. Jetzt müssen wir die Punkte mal einsammeln, die hier. Wow! Wo kommst du denn bitte her? Au. Wie soll man den denn bitte ausweichen? Der ist ja über das ganze Bildschirm verteilt. Hier weg. Oh, da habe ich was groß explodiert. Wow! Geh weg! Ich bin wenigstens wieder voll geheilt, aber... Hilfe! Wow! Das geht hier voll ab. Nee, mir gefällt die Zielerfassung mehr als die normalen Schüsse. Ja, geh weg. Einfach draufhalten. Wow. Da kam wieder so eine große Kugel. Ich weiß nicht, hier wirklich die manchmal kaputt und manchmal nicht. Warum auch immer. So, von der Seite. Wow. Hilfe. Kein bisschen übertrieben hier. Ja, lasst mich mal los. Wow. Halt die mich irgendwie fest oder so? Wow. Ja. Das ging gerade gut ab, muss ich sagen, gegen dieses Phantomschiff. War's das? Ja, ich glaube, das war's. Ja. Ich habe wahrscheinlich kaum einen der Schätze. Ist uns Typen 1 und 2 freigeschaltet. High Wind Level 3 freigeschaltet. Yay. Mini-Jet-System erhalten. Tja. Ja. Sag ich doch. Kaum was erhalten. Es hat mich irgendwie alles gerade so ein bisschen überfordert, glaube ich. Den Highwind nehme ich lieber nicht, ich nehme wieder den Falcon. Aber erstmal fliegen wir zur nächsten Welt. Die Arena des Olymps, nehme ich mal an. Ja, klar. Level 16. Ja, ich glaube, das sollte ich sein. Landen wir mal. Mit dem Hades darunter? Also dem der Unterwelt von Hades?
Cool. Oh, einer der Titanen. Ja, das war mal. Tschüss. Olympus Colosseum. Arena des Olymps. Und wir kommen direkt in die Unterwelt raus. Seid ihr sicher, das hier ist die Arena? Knapp daneben, aber nicht vorbei. Herzlose! Ja, ich würde sagen, was Megera da hinten von uns möchte, sehen wir dann beim nächsten Mal von Kingdom Hearts 2. Mal speichern. Ich würde sagen, noch die Folge hier für den Freitag aufnehmen. Der Rest kommt dann irgendwann am Wochenende. Ihr könnt mir ja vielleicht noch ein paar Sachen sagen, falls ich noch irgendwas vergessen habe. Ansonsten, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.